Eines der wahrscheinlich schönsten Features in den ersten beiden Fallout-Teilen sind zweifellos die Special Random Encounters. Und diese speziellen Zufallsbegegnungen aus Fallout 1 will ich mir heute mal mit euch anschauen. Als erstes hätten wir da den Anfang einer langen Fallout-Tradition mit Begegnungen der dritten Art. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum es eigentlich die dritte Art ist? Sind wir die erste Art und wer sind dann die zweite Art? Bäume? Wie auch immer, in Fallout 1 könnt ihr bereits zum ersten Mal ein abgestürztes Alien-UFO finden. Neben dem UFO zwei tote Alien-Leichen. Das ist redundant. Einer von beiden trägt den Alien Blaster bei sich, die vermutlich stärkste Waffe in Fallout 1. Und auch in den nachfolgenden Spielen wohl mitunter eine der besten. Der zweite trägt ein Gemälde von Elvis mit sich herum. Untersucht man das UFO genauer, kann man darauf lesen, und ich übersetze hier frei aus dem Englischen, Eigentum von Area 51. Bei Fund bitte zurückbringen. Zweitens hätten wir da Bobs Gebrauchtwarenladen. Und Mann, sind die gebraucht. Während man mit Bob und seinen Autos nicht besonders viel anfangen kann, findet man in seinen Spinden und Kisten, wenn man sie denn knacken kann, die Red Ryder BB Gun und die Red Ryder LE BB Gun, eine leicht bessere Version der Red Ryder BB Gun. Diese Red Ryder BB Gun gibt es nicht nur im wahren Leben, sondern sie war auch in Wasteland, dem spirituellen Vorgänger der Fallout-Reihe, als Waffe verfügbar. Und Wasteland selbst referiert seine eigene Red Ryder BB Gun wiederum mit einem optionalen Gegner, der sich Red Ryder nennt. Irgendjemand in diesem Team muss diese Red Ryder BB Gun wirklich gemocht haben. Drittens, eine Brahmin-Herde. Nun aber natürlich keine normale, gewöhnliche Brahmin-Herde. Hierbei handelt es sich um mehr oder weniger sprechende Brahmin, denn obwohl sie meistens Mu sagen, wiederholen sie dieses oft mit Mu, hab ich gesagt. Sprechende Kühe, oder in diesem Fall Brahmin, scheinen so eine Art Running Gag in der Rollenspiel-Community zu sein. Sowohl im Multi-User-Dungeon Dark Realms als zum Beispiel auch in Blizzards Diablo findet man ähnliche Begegnungen. Wo Atombomben fallen, da ist Godzilla natürlich auch nicht weit. Zumindest lässt das unser nächster Special Encounter vermuten. In dem finden wir einfach nur einen gigantischen Fußabdruck, in dem ein armer, zerquetschter jemand liegt oder zumindest seine Überreste. Aber man kann der Echse vielleicht gar keine Schuld geben, denn untersucht man die Überreste, findet man einen Stealth Boy. Was lernen wir daraus? Spielt nicht mit moderner Tarntechnologie im Straßenverkehr. Das Ganze ist allerdings eigentlich gar keine Godzilla-Referenz, auch wenn es damals von den meisten Spielern wohl so verstanden wurde. Was damals die wenigsten wussten, ist, dass das ursprüngliche Konzept von Fallout ein relativ anderes Spiel, zumindest thematisch, inszenieren sollte, darstellen sollte. Denn ursprünglich sollte das Spiel von Zeitreisen und Dinosauriern handeln. Der Plot wurde nachträglich komplett überarbeitet und wir bekamen das Fallout, das wir heute kennen und lieben. Der Dinosaurierfußabdruck wurde aber als kleine Referenz im Spiel gelassen. Dieser Random Encounter gilt übrigens als Non-Canon. Also wir dürfen nicht erwarten, in zukünftigen Fallout-Teilen eine Auflösung zu erhalten, welches Wesen diesen Fußabdruck wohl hinterlassen haben könnte. Denn höchstwahrscheinlich ist dieses feuerspuckende Riesenechsenwesen, das absolut nicht Godzilla ist, ins Meer geschwommen und auf dem Weg nach Tokio oder so. Die nächste Zufallsbegegnung auf unserer Liste ist ein umgestürzter Nuka-Cola-Truck. Daran ist erstmal vielleicht nichts Besonderes, aber wie man sich vorstellen kann, beinhaltet so ein umgestürzter Nuka-Cola-Truck einige Bottlecaps. Und hier kommt der witzige Teil. Je nachdem, wie viel Glück euer Charakter hat, findet ihr in diesem Truck zwischen einem und über 10.000 Kronkorken. Wenn ihr den Perk Fortune Finder noch dabei habt, dann bekommt ihr sogar das Doppelte. In unserem letzten Random Encounter für heute treffen wir auf eine blaue Polizeibox aus Großbritannien aus den 1960ern und zwar in tadellosem Zustand. Heute weiß ich natürlich, dass es sich dabei um eine Referenz
an Doctor Who und seinem Blue Police Box It's Bigger on the Inside TARDIS Raumschiff handelt. Nähert man sich der Box, verschwindet sie übrigens langsam mit einem Whoosh-Sound, der auch leicht dem der Serie entspricht. Und sie hinterlässt dabei einen Bewegungssensor, der als Upgrade für den eigenen Pip-Boy dient. Das war's auch schon mit dieser Liste für heute. In Fallout 1 waren die Special Random Encounters noch etwas spärlich gesät. Im zweiten Teil haben sie nicht nur an Quantität, sondern auch an Craziness ganz schön zugenommen. Die schauen wir uns dann ein andermal an. Danke fürs Zusehen und bis bald. Ciao.